Ja, ich bin hier im Schloss. Das wird jetzt eine einzige König-Glücklich-Mach-Szene. Ja, und zwar, vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, vor 10 Tagen oder weniger, hat der König gesagt, wenn ich bis heute mit dem Schloss fertig werde, bekommt jeder auf dem Server eine komplette Doppeltruhe mit, die komplett gefüllt ist mit Netherite-Spitzhacken. Ja, aus diesem Grunde habe ich ja auch so viele König-Glücklich-Mach-Szenen gemacht. Es war natürlich schon klar, dass das Schloss in dem Zeitraum nicht fertig wird, außer ich mache plötzlich mehrere Stunden pro Tag, weil so ein Schlossbau dauert nun mal. Aber ich habe trotzdem mal das Zimmer ein bisschen angezogen, hatte ja ganz gute Fortschritte, wenn zumindest habe ich so den Eindruck, auch Tobi hat mir das so zurückgemeldet, die Fortschritte waren recht erfolgreich. Und jetzt, er hat auch die Netherite-Spitzhacken vorbereitet. Und ich habe jetzt, Stand jetzt, noch 81 Minuten Zeit. Das heißt, habe ihm auch gesagt, er soll einfach heute Abend mal vorbeikommen. Ich habe bis Mitternacht Zeit und deswegen nehme ich, mache jetzt einfach mal bis Mitternacht am Schluss weiter. Vielleicht passiert ja das Wunder und puff, in 81 Minuten entstehen hier die letzten Mauern, die Dächer kommen alle drauf, die Türme werden fertiggestellt und die Räume werden alle eingerichtet. Ja, schauen wir einfach mal. Ich fange jetzt einfach mal hier an. Ich weiß auch nicht, ob ich die ganze Zeit dabei rede und schwadroniere. Vielleicht halte ich zwischendurch auch einfach die Klappe und mache dann halt eine unnachvertonte Speedaufnahme daraus. Ja, schauen wir mal. Ich mache hier jetzt erstmal. Nein, das war falsch. Da kommt Andesit hin. So. Und dann nochmal das. So, und hier kommt jetzt das, genau, man sieht nämlich schon, Schlossbau ist, wenn man es live macht, halt schon sehr eintönig, deswegen mache ich das ja normalerweise auch in den nachvertonten Dingern. So, aber das ist hier eine Special-Folge, da geht es jetzt mal nur um den Schlossbau. Und wer weiß, vielleicht kommt der König gleich mal vorbei, er ist ja online. Vielleicht kommt auch einer von den anderen online und schaut sich das alles hier an. Ich muss mir jetzt zwei Treppchen holen. Eine in Cleanstone, eine Cleanstone-Treppe und eine Andesit-Treppe. So, und dann ist das Inventar schon wieder voll. So. Die Magma-Creme von meiner. Oh, jetzt ist da wieder, schon wieder Platz. Ja, von meiner glücklosen Skulljagd. Ja. So, das will ich gerade mal hier oben hinsetzen. Ja, ich habe nicht mal an Hintergrundmusik gedacht. Das liegt daran, ich bin bei Hogwarts Mystery, also ich lasse hier mal im Hintergrund Hogwarts Mystery laufen. Und da ist ja jetzt das große Update mit Beyond Hogwarts erschienen und das ist so verbuggt, das stürzt bei mir ständig ab. Und ja, das ist echt anstrengend, wenn ich da dann ein Kapitel aufnehmen will, was ja an sich 5 Minuten sind, brauche ich 2 Stunden, bis ich da mal was aufnehmen kann, weil es ständig abstürzt. Ja. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Ach so, wie mache ich das denn jetzt? Oh, als du meintest, es wird knapp, dachte ich, du hättest zwischen den weitergebaut. Hab ich ja auch. Also echt mal. So, ja, das ist das Schloss, wie es jetzt gerade von vorne aussieht. Ja, ist das nicht eine schöne Sicht. So sieht das Schloss ja aus. Von vorne. Und. Oh, was hat er geschrieben? Ich hol schon mal einen Kaktus. Richtig, er muss ja jetzt die Netherite-Spitzhacken zerstören. Die ja wirklich sehr teuer waren auch. Weil gerade die Leiter an 20 braucht er ja die Trims, die er ja mit Diamanten vermehren muss. Und die Spitzhacken an sich brauchen ja dann Diamanten und ach Quatsch, antiken Schrott und ja gut, da hat er zumindest sein Inventar mal ein bisschen geleert. Oh, da ist noch was davon. Ja, und bis heute dachte er auch, er würde einfach alles ins Feuer schmeißen. Und ich dachte mir, yay, yeah, ich schmeiß sie ins Feuer. Ich spreng mit leerem Inventar hinterher, weil die Netherite-Spitzhacken verbrennen ja nicht. Blöderweise ist ihm dann heute eingefallen, die verbrennen ja nicht. Und ja, deswegen braucht er für die Zerstörung jetzt leider einen Kaktus.
Ja. Ich hoffe nur, er macht es da wenigstens so, dass ich es aufzeichnen kann. Das wäre ja sonst schade, wenn es nicht mal Beweise dafür gibt. So, 1, 2, 3, 1, 2. Und dann hier nochmal so ein Ding. So. So. So, ja, das sind halt. Ja, das sind ja die kleinen Abschnitte, die ich jetzt immer als König glücklich mal sehen hatte. So, hier kommen dann noch die Andesitreppen rein. So, so. Ja, mal schauen, ob noch mehr Leute um 23 Uhr online kommen oder ob tatsächlich nur der König kommt. So, dann ist das hier jetzt hoch. Ja, dann kommt ja jetzt als nächstes die Stelle da dran. Ja. Dafür brauche ich auf jeden Fall auch wieder das Ding hier. Und noch zwei höher, würde ich sagen. Und wieder zwei, warte mal, die in der Mitte fehlen noch. Also drei Andesitreppen und zwei Ziegeltreppen brauche ich dafür jetzt. Oh, mein Fisch geht auch bald zur Neige. Ja, es sind jetzt noch 16 Minuten bis. Ne, für jetzt sind nur noch 15 Minuten bis 11 Uhr. Ich würde sagen, ich gehe dann, mach bis dahin dann mal eine kleine, flotte Speed-Einlage. Was habe ich jetzt gesagt? Drei Andesit. Drei Andesit da. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier sehen Sie den König, wie er am Bauen ist für. Oh, er hat Pfeile im Körper, das sieht gar nicht gut aus. Ja, er baut hier gerade eine Vernichtungsanlage. Was es damit auf sich hat, das erfahren wir eventuell später. Außer es geschieht in den nächsten 59 Minuten. Jetzt noch ein Wunder. Wir sehen hier jetzt das Schloss. Ich gehe mal kurz in das Innere hinein. Denn der innere Ring ist inzwischen abgeschlossen. Wie man sieht. Und jetzt ist die Frage, mache ich erst mit dem Dach weiter oder erst mit hier diesem Schwarzeichending. Ich glaube, ich mache erst mal ein bisschen mit dem Schwarzeichending weiter. Es sind noch 59 Minuten bis Mitternacht und dann muss das Schloss abgeschlossen sein oder es muss was vernichtet werden. Hier sehen wir schon, wie was entsteht. Es sieht schrecklich aus. Ja, ich mach mal da oben weiter und gehe wieder in den Speed.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist 0 Uhr, die Deadline ist abgelaufen, das Schloss ist, wir schauen einmal kurz drauf, ist es fertig? Ah, wenn ich so nach links schaue, vielleicht noch nicht so ganz, wir haben es leider nicht geschafft, kommen wir nun zur rituellen Vernichtung der Netherite-Spitzhacken. Der König nimmt die Spitzhacken aus der Schalker-Truhe. Er nimmt sich wahrscheinlich gerade mehrere ins Inventar. Ich suche mir gerade mal einen guten Platz. Ich denke, von hier kann man das ganz gut sehen. Und jetzt sehen wir, wie er die Spitzhacken gleich wieder die erste abwerfen. Hoffentlich schmerzt er nicht versehentlich das Totem der Unsterblichen. Und da ist die erste Spitzhacke kaputt. Und da sind auch die nächsten. Ja, man sieht die Spitzhacken, wie sie an den Kaktus prallen und dort zerschellen und zerbersten. Was das schon? Hat der König schon alle 216 Spitzhacken zerstört? Nein, er wird wahrscheinlich weitermachen. Da kommen die nächsten Spitzhacken. Ja, das ist schon die nächste Runde. Und die Spitzhacken, ja, sie werden alle zerstört. Sie gehen an den Kaktus und sie überleben den Kampf gegen den Kaktus nicht. Und da sind schon die nächsten Spitzhacken. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen hier den Tod vieler Netherite-Spitzhacken. Da bringen ihnen auch Verzauberungen nichts, aber soweit ich weiß, sind die Spitzhacken nicht verzaubert gewesen. Alle gehen gegen die Kakteen. Und da ist wieder der Sturm versiegt, aber gleich müssten wahrscheinlich schon die nächsten kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Und. Nee, da kommen jetzt keine mehr. Oh, ich schau mal kurz, ist der König. Der König hat eine Spitzhacke daneben. Er hat eine Spitzhacke fallen lassen. Hat er nicht getroffen? Versucht er sie aus der Entfernung zu. Will er sehen, wie sie die spawnt? Was macht der König da? Und da ist die Spitzhacke, die spawnt. Sie liegt nicht mehr dort. Schade, schade, schade. Ja. Ähnlich wie dieses Ei, das ich hier jetzt aufgenommen habe. Mal schauen. Mal schauen, was mit dem Ei passiert, wenn ich das da reinschmeiße. So, einmal das Ei da rein und auch weg. Und da ist natürlich auch die Spitzhacke und das ist weg. Der König jubelt, der König jubelt, er jubelt. Ja, dann machen wir. Oh, eine. Ich mach noch, ich nehme mir noch eine und. Mal gucken, ob die auch. Ah, da ist sie! Puff, weg. Oh Mann, das ist. Okay, da muss man jetzt aufpassen. Das macht tatsächlich süchtig. Der König jubelt. Und da kommt die nächste. Oh, nicht getroffen. Das war ein klassischer Fehlwurf. Ich versuch's nochmal und. Der ist sie weg. Und dann gleich die nächste. Mann, Mann, Mann. Diese Sportart kann olympisch werden. Und bam, wieder eine weg. Und der König, er jubelt. Die Massen jubeln. Und da sind auch Feuerwerkskörper. Die Feuerwerkskörper verpuffen im Nichts. Also da hat man schon besser gesehen. So, da ist die nächste. Und jetzt macht auch der König wieder mit. Da zerschellen sie. Was für eine große Party, was für ein Jubel. Die Zuschauermassen. Wo sind die Zuschauer? Irgendwo war mal ein Pferd auf dem Dach, aber das ist nicht mehr da. Ja, wir werden, der König wird weiterhin seinen Spaß haben. Ich zeige dir mal gerade, es sind noch eine ganze Menge Netherite-Spitzhacken da. Der König hat noch sehr viel Spaß hier. Und ich sage für die Folge jetzt mal, Arrivederci, tschüss, aber, and. Er hat nicht getroffen. Jetzt liegen die Netherite-Spitzhacken. Das ist auch ein Bild, das man natürlich nicht so oft hat. Es regnet Netherite-Spitzhacken. Es regnet Netherite-Spitzhacken. Ja, Feuerwerk und um Feuerwerk. Ich sag dann mal für die Folge, Arrivederci, tschüss, over and out.